Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth. Wir haben die 18. Challenge letztes Mal gemacht. Nein, das war die 17. Waka Waka EE haben wir gemacht. Deswegen spielen wir jetzt The Host. Das ist nämlich die 18. Challenge. Die Chest. Und wir sehen ziemlich geil aus. Da haben wir... Ist das ein Spinnbiss? Auf jeden Fall ist dahinter noch die Zecke. Und es läuft uns Blut am rechten Auge vorbei. Von Isaac gesehen. Gut, also wir haben anscheinend das Spinnenbaby. Das macht, dass wir, wenn wir getroffen werden, Spinnen spawnen. Ein paar. Und dazu haben wir noch The Mulligan. Ich glaube, das hieß The Mulligan. Das macht, dass wenn wir Gegner treffen, dass wir dann Fliegen spawnen. Das heißt, wir spawnen hier alles mögliche an Kleinviechern, Dingsbums. Und mehr haben wir nicht, aber wir haben eine Bombe. Um diesen netten blauen Stein aufzumachen. Und da wir sowieso keine Schlüssel brauchen für einen Shop oder für einen goldenen Raum oder sowas, können wir den auch da verwenden. Und soweit ich weiß, machen die Spinnen und Fliegen den doppelten Schaden, den man selber macht. Ah, verdammt. Wir haben ja die Zecke. Nein, mein Lieblingsitem. Ich will dich so gerne aufheben. Das ist das beste Item, das es gibt. Vom Trinket her sein. Ich sag's euch. Von daher wäre das ziemlich geil mit The Mulligan, wenn wir noch Shotspeed abbekommen würden, sodass wir die Gegner ziemlich oft treffen, damit wir viele Fliegen spawnen. Allerdings sollte die Challenge auch so kein Problem sein, weil Ende wieder nur bei Marm ist. Und, oh Gott, wir nicht weiterkommen müssen. Ja. Erstmal sagen, die Challenge ist voll einfach und dann erstmal zwei Leben verlieren. Ist nicht so schlecht. Jetzt habe ich Angst vor einer Bad Trip Pille, deswegen will ich diese Pille noch nicht einsetzen. Allerdings kriegen wir ein Leben wieder, sobald wir zum Boss gehen, weil wir The Tick haben, also die Zecke da unten als Trinket, die übrigens macht, dass wir, wie eben schon gesagt, ein Leben bekommen, wenn wir zum Boss gehen und dieser 15% seiner Leben verliert, gleich von Anfang an. Das ist doch richtig schön. Und das ist natürlich Dingle, der wird gleich wieder ein paar Mal dashen wollen. Dreimal, um genau zu sein. Und das war klar, dass er uns mindestens einmal trifft. Ich habe leider immer noch Angst davor, die Pille einzusetzen. Am liebsten werden wir jetzt ein paar Fliegen, die ihnen mal ein bisschen wehtun. Wir haben leider auch nicht so eine heftige Range. Aber... Ach doch. Nee, er dasht scheinbar nur, wenn man nah genug an ihn dran ist. Kann das sein? Nein, kann nicht sein. Schade. Hätte er sein können. Da! Unsere Chance! Er ist ausgepowert! Oh nein! Spinne! Danke. Gut, kriegen wir noch eine Pillback. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, wissen wir nicht. Hä, war das nicht auch... Oh, Bolts of Steel, zweimal. Aber wie gesagt, es war eine Bad-Trip-Pille. Ich hätte mich einfach selbst damit getötet. Oh nein. Arr! Was bist du noch? Speeddown, oh Gott. So viele schlechte Pillen. Von daher war das gut, dass wir gewartet haben. Von daher wäre das ziemlich gut. Ziemlich. Achso, und die Zecke kann man nicht austauschen gegen ein anderes Trinket, falls ich das nicht sowieso schon gesagt habe. Und das ist sehr schade. Yay, rotes Herz. Mein rotes Herz. Und bekommen tun wir, würden wir tun, wenn wir die Challenge dann abschließen sollten, erfolgreich. Was wir aber eh tun werden, weil wir nur bis zum Marm kommen müssen. würden wir Technologie 0,5. Ja, genau das. Keine Ahnung, was es macht. Aber wir haben hier schon mal Slot. Und wir machen irgendwie ziemlich viel Schaden. Was ist denn hier los? Wieso machen wir so viel Schaden? Hä? Oder kam mir das doch gerade so vor? Guck mal, wie schnell er Leben verliert, wenn wir ihn treffen. Ist das normal? Ich weiß es nicht. Die Credit Card! Cool, dann können wir auf jeden Fall... Obwohl, wollen wir in den Shop gucken? Schauen wir mal, ich habe keine Ahnung, was es ist. Keine Ahnung, was das hier ist. Ach doch, das lässt, das ist doch hier die Wig, glaube ich. Die Perücke. Die lässt, glaube ich, Spinnen spawnen, wenn man sie hat. Und hier sollte, glaube ich, der Geheimraum sein, wo hoffentlich Geld drin ist. Denn dann, schade. Dann könnten wir uns die Perücke kaufen.
Komm schon, gib mir mindestens eine Münze. Verdammt. Ich will aber nicht die Credit Card dafür einsetzen. Das heißt, wir kaufen uns kurz einfach nur das blaue Herz und sind dann zufrieden. Oder? Oh ja, ist gut. Gut, jetzt haben wir das blaue Herz gekauft. Haben wir auf jeden Fall ein paar Herzen. Das ist nicht so schlecht. Denn ich würde die Credit Card gern behalten für den Teufelsraum, weil die Credit Card macht halt alles umsonst sozusagen. Wenn man sie im Shop oder beim Teufelsraum einsetzt, muss man keine Miete zahlen. Muss man nichts bezahlen, um die Sachen zu bekommen. Und das lohnt natürlich im Teufelsraum mehr, weil man da halt, ne, Herzen opfern müsste. Herzcontainer sogar. Nicht nur Herzen. Und deswegen bewahren wir uns die jetzt auf und hoffen, dass wir in dieser Ebene einfach mal einen Teufelsraum bekommen. Dafür müssen wir ja, glaube ich, einfach nur nicht beim Boss getroffen werden. Dann ist auf jeden Fall, oh, die Chance sehr hoch. Das nehmen wir doch gleich mal mit. Das nehmen wir gleich mal mit. Wir haben ja genug blaue Herzen, sodass das noch ein bisschen geschützt ist. Und am liebsten würde ich jetzt schnell mal zum Boss, damit wir auf jeden Fall einen Teufelsraum bekommen. Ja, die Credit Card haben wir freigeschaltet durch eine andere Challenge. Ich weiß allerdings gerade nicht aus dem Kopf, in welcher. So, eine Bombe ist natürlich auch schön. Oh Gott, was ist das für ein Raum? So viele Fliegis! Geht weg, ihr Fliegis! Ich besiege euch mit meinen Fliegis, ihr Fliegis! Aua. Okay. Aber irgendwie sind die Fliegen keine Gefahr. Die fliegen irgendwie ganz schön langsam. Oh nein, die Fliegen verfolgen uns. No. Autsch. Okay, die nerven, diese etwas dickeren Fliegen, die rumschießen. Das ist ein ziemlich merkwürdiger Raum. Irgendwie alles Mögliche. Aha. Aha, aha, aha. Hallo, dicke Fliege, dicke rote Fliege. Und hallo, kleines Wörmchen. Hä? Noch ein noch ein Würmchen? Hör ich schon. Da! Hallo Würmchen! Tschüss Würmchen! Eine Bombe! Unsere Bombe! Ist hier irgendwo ein blauer Stein, den ich übersehen habe? Nö! Dann gehen wir erstmal in den kleinen Raum, würde ich sagen. Denn da ist gar nichts. Gut, dass wir reingeschaut haben und kriegen noch einen Raum voller Fliegen. Oh Gott, ich hasse diese großen Fliegen. Und sie sperren uns gerade hier ein. Oh. Nein, geht weg! Oh Gott, wieso sind die so schnell? Die großen Fliegen sind ganz schön schnell. Schauen wir in den, wir schauen in den Shop. Kriegen hier aber auch nur schlechte Items. Von daher müssen wir hier die Credit Card auch nicht einsetzen. Irgendwo ein blauer Stein eventuell. Oh Gott, wie viele Steine sind hier bitte? Aber kein einziger blauer Stein, so wie ich das sehe. Dann müssen wir uns auch nicht durchsprengen. Und da haben wir den Boss natürlich mit dem letzten Raum, den wir finden. Ja, aber das ist ja nicht so schlimm. Dafür töten wir noch kurz den Gegner hier und Monstro. Hi. Bitte gib uns einen Teufelsraum. Das wäre echt super Knorke von dir. Super Knorke wäre das. Nein, hüpf. Hüpf. Au. Oh, nein, wir wurden getroffen. Wehe, wir kriegen jetzt keinen Teufelsraum. Wehe, Monstro. Wehe, wehe, du gibst mir jetzt keinen Teufelsraum. Dann gib's aber doch. Dann kriegst du keine Weihnachtsgeschenke. Ach, und töten würde ich dich dann auch noch. Haha. Kein Teufelsraum. Doch, okay. Sehr schön. Nehmen wir kurz das Herz mit. Nap her ab. Und? Hm, lohnt nicht. Aber sonst kriegen wir vielleicht nicht noch einen Teufelsraum. Aber für nur einen Deal? Mit nur einem Herzen? Wollen wir da echt die Credit Card einsetzen für... Na, wir machen es einfach so. Kriegen wir dieses komische Headless Baby umsonst. Oh, das macht diese Spur. Bringt das auch was? Die macht wahrscheinlich Schaden, auch wenn sie nicht so leuchtet. Das ist schön. Kann man auch was malen. Zum Beispiel ein Herz kann man damit malen. So. Ein Herz für Kinder. Sehr schön. Das ist doch sehr schön. Oh nee, die Zeit ist schneller als wir. Ach ja, wir haben jetzt noch eins bekommen. Wow, wir haben ganz schön viele Lebensupgrades.
brauchen wir gar nicht. Aber, sage ich nicht nein. Bist du eine Explosionsfliege oder bist du eine rote Fliege? Hallo, du schwarze Fliege, was bist du? Sag es mir. Sie leuchtet auf jeden Fall... Nein, es war eine Explosionsfliege. Obwohl sie rot geleuchtet hat, wenn man sie getroffen hat. Aber das tun wohl alle Fliegen. Beziehungsweise alle Gegner, wenn man sie trifft. Warte, lass mal gucken. Ja! Alle Gegner leuchten rot, wenn man sie trifft. Boah, krass. Ja! Pui! Ach, Brownie. Money, money, money. Aber krass, wie oft wir die Credit Card auch finden, seit wir sie freigeschalten haben. Aber habe ich nichts gegen. Wollen wir den mal mit dem Baby töten? Haha! Unser Baby hat was gebracht. Unser Baby ist das Beste. Noch ein blaues Herz, das ist auch schön. Was haben wir hier? 1 plus 1 ist gleich Ausrufezeichen. Das glaube ich nicht. Mal gucken, ob wir noch ein bisschen Geld finden. Hier hätten wir ein bisschen Geld. Ich glaube, die nutze ich auch gleich mal. Einfach aus Jux und Laune. Jetzt brauchen wir sogar noch weniger Geld. Zweimal gegenlaufen wird wohl lang. Oder auch dreimal. Oder auch viermal. Wir müssen echt viermal dagegen laufen. Oh Mann. Gut, blöde Maschine. Aber jetzt haben wir wenigstens ganz viele Spinnen. Das ist doch auch was Schönes. Und 1 plus 1, free forever. Wird jetzt alles verdoppelt? Das wäre nice. Wenn alle Drops jetzt verdoppelt werden würden. Das wäre richtig gut. Schauen wir mal. Die Spinnen würde ich gerne behalten für den Boss. Und da ist der Boss. Jo, gehen wir einfach zum Boss. Hallo Pestilence. Los, Spinnen, greift ihn an. Los. Und dazu haben wir jetzt wieder ein Herz dazu bekommen. Wegen unserer netten Zecke. Haha. Oh Gott, wir müssen aufpassen, dass wir hier nicht eingekesselt werden. Hör auf, Fliegen zu spawnen. Hör bitte auf. Und hör auf uns... Au. Perfekt getroffen. What the fuck. Die fliegen aber auch manchmal blöd. Alter. Ja gut, der war viel zu... Wie viel... Was zum... Yo. Okay, scheinbar ist das wirklich so ein doppeltes... Ja, wir kriegen jetzt immer einen umsonst, so wie ich das sehe. Ein Pickup umsonst. Da war doch ein halbes Herz, das heißt, wir können wenigstens einmal gegenlaufen. Na komm, wir farmen jetzt einfach ein paar Spinnen. Und da kommt tatsächlich immer wieder zwei raus, das ist doch schön. Haha, wir mit unserer Spinnarmee. Los, meine Spinnen, komm mit. Oh, hätten wir volle Leben, dann hätten wir da reingekonnt. Gut, suchen wir noch ein paar Leben. Ich will in diesen Challenge-Raum. Ich will da rein. Los, meine Spinnen, kommt alle mit. Spinnen gegen Fliegen, wer wird gewinnen? Hilfe, Hilfe, Spinnies, bitte. Ja, cool, wie es auch immer solche Icons dafür gibt, dass das immer zwei sind. Es spawnen nicht einfach zwei, sondern die spawnen so als so zusammengehangen und so. Die Herzen ja auch. Das ist doch richtig schön. Wo ist unsere Spinnarmee? Unsere Spinnarmee ist ganz schön geschrumpft. Das ist echt schade. Oh oh. Herzen? Keine Herzen. Wir bräuchten zwei Herzen, dann könnten wir in den Challenge-Raum. Kriegen aber keine. Gut. Dann halt nicht. Gehen wir halt in den Stachelraum. Oh, und hier sind wieder nur Gegner. Das ist natürlich blöd. Das ist natürlich nicht die beste Art. Oh, aber... Aber kann eine Vollletzpille sein. Und es ist eine einfache Pilzpille. Ja. So, da kann der Geheimraum nicht sein. Dann kann der aber hier unten sein. Aber er kann wahrscheinlich auch eher da drüben sein. Ja. Da ist wahrscheinlich der Geheimraum. Yep. Und jetzt... Hammer. Die sind auch einfach alle doppelt. Sehr nice. Hatten wir... Nee. Im Shop haben wir ja schon mal eingekauft. Aber da war auf jeden Fall noch ein Herz. Aber ich bin mal gespannt, ob wir auch so da rein können. Oh. Na siehst du mal, wir brauchen gar nicht volle Herzen. Sind überbewertet volle Herzen. Man kommt auch so in den Challenge-Raum rein. Aber leider nicht raus, ohne die ganzen Gegner zu besiegen.
Hat irgendjemand von draußen zugemacht? Wollte uns ärgern. Ach, das ist ja nice. Guck mal, wir müssen die nicht mal angreifen. Die sterben auch so. Wegen unserem Baby. Ja, komm, du musst jetzt auch da reinlaufen. Dankeschön. Aha. Okay, ihr könnt leider fliegen. Das heißt, bei euch bringt das nichts. Ja, ist ja gut. Ist ja gut, ich bin ja da. Ich bin ja da. Ihr müsst nicht mehr rumschreien. Ihr müsst nicht mehr rumschreien. Du musst nicht mehr rumschreien. So, danke. Sehr gut. Was? Wieso ist hier trotzdem nicht offen? Das ist ja blöd. Gut, nehmen wir halt den offiziellen Weg. Und schauen nochmal im Shop nach. Da war, glaube ich, noch... Genau, da waren noch ein paar Herzen. Können wir alles mal mitnehmen. Und dann diesen Automaten hier sprengen. Für noch ein bisschen Geld. Okay. Genug Geld haben wir auf jeden Fall. Und da war noch ein rotes Herz. Das hätte ich auch noch gern. Sehr nett. Wenn wir jetzt zum nächsten Boss gehen, dann haben wir auch wieder volle Herzen. Die vierte Ebene. Und da kommen wir nicht rein. Das ist ja blöd. Arcade habe ich keine Lust zu. Das heißt, da gehen wir auch nicht rein. Und, oh, da ist ein Loch. Ich habe mich gewundert, warum wir uns nicht bewegen. Au. Hey, danke. Wieso war das blaue Herz nicht doppelt? Das ist ja doof. Au. Und? Alles doppelt. Okay, das lohnt sich auf jeden Fall. Vor allem für nur 15 Münzen. Dass dann einfach alles doppelt ist. Das ist doch richtig nice. So. Bitte alle mal sterben. Ihr blöden Rotzspeier. Immerhin ein Herz. Jetzt opfern wir kurz das blaue Herz. Und kriegen... Einfach ein Pilz. Sehr schön. Eine der besten Pillen im Spiel. Und Duckdown. Okay, ist auch egal. Und hallo... Fuck. Hat aber nur ein halbes Leben, glaube ich, abgezogen. Das heißt, das war voll egal, ob wir jetzt aus dem Raum rausgegangen sind oder uns das Ding trifft. Aua. Okay, das war blöd, aber hier haben wir ja noch so einen Teil. Wenn wir also viele Leben verlieren sollten, dann machen wir kurz hier den Regenbogen-Scheißhaufen kaputt und dann haben wir wieder volle Leben. Hat auch was. Den einen haben wir jetzt allerdings blöd genutzt, aber ist ja egal. Ist ja völlig Schnuppe. Guck mal, ein halbes Leben verlieren für zwei Spinnen. Nein, ich will die Pille haben. Oh, shit. Wieso gibt es euch? Ich hasse euch. Nein. Ihr wart meine ersten Hassgegner beim normalen Eisereck. Warum seid ihr hier auch? Gut, dass sie nicht so oft erscheinen. Das finde ich wirklich gut. Oh. Stirb bitte. Stirb bitte. Oh. Vorhin fängt sein Würmchen einfach ab. Ja, es fängt ab. Es fängt unsere Tränen ab. Und wir könnten hier jetzt mal das Teil kurz und wir haben wieder volle Leben. Sehr schön. Und jetzt gehen wir mit vollen Herzen zum Boss. Welcher ist... So, hallo, schon wieder. In Gelb, okay. Interessant. Willst du eine Bombe haben? Bumm. Okay, hat nicht so gut getroffen. Vielleicht trifft die ja besser. Die trifft nämlich gar nichts. Aber die. Pow. Aha. Ein gelb-orangener Hollow. Sehr interessant. Hä, wird er schneller? Egal. Luck up. Oha. Achso, Luck up gibt uns auch noch zwei... beziehungsweise jetzt vier Schlüssel, weil wir das eine... Dingesbums gekauft haben. Diese komische Seite. 1 plus 1 gleich Ausrufezeichen. Und dann sind wir schon in der Marmebene, oder? Noch eine davor, noch eine davor. Oh, die Challenge dauert ja sogar mal ein bisschen länger. Das ist ja heftig. Was haben wir hier? Drei Kisten. Das lohnt sich auf jeden Fall. Kriegen noch den Goathead. Der ist auch sehr schön. Der macht das öfters Teufelsräume spawnen. Was uns nichts mehr bringt, weil wir sowieso gleich beim Arm sind, aber ist ja trotzdem nicht schlecht. Und angeblich... Oh, fuck. Angeblich soll er auch machen, dass Gegner keinen Schaden machen, die auf dich raufspringen. Mit irgendeiner Chance. Weil man da dieses Horn hat. Oh.
Lebt noch einer? Nee. Guru. Das ist ein doofer Raum. Ihr seid blöd. Okay, zwei Fliegen und zwei Spinnen. Ich habe sie dazu gebracht, sich... Ne? Ich habe sie dazu gebracht, mir zu helfen und sich nicht mehr selbst anzugreifen, aber die Fliegen töten sich leider selber. Nein, Fliegis, ihr habt doch so viel vor euch. Ihr müsst mir beim Boss helfen, nicht bei so einem blöden Scheißhaufen. Oh, Spinnen, ihr seid für den Scheißhaufen zuständig. Tut was. Tut was. Au. Guck, hätten wir jetzt diese Scheißhaufen-Trinket, dann wäre hier überall was drin. Aber nee, wir haben ja diese blöde Zecke. Bitte nicht treffen. Bitte nicht. Okay, da hat unser komischer Ballen wieder alles kaputt gemacht. Der Ballen voller Pflaster. Wow. Okay, Spinne. Und ich laufe natürlich rein, so wie immer. Der konnte, glaube ich, nur pupsen, oder? Da konnte ich mal springen. Au. Okay, der konnte auch spucken. Interessant. Können wir auch nicht aufheben. Wir können gar nichts aufheben. Das ist so schade. Okay, du schießt bitte nicht. Der andere kann ruhig mal schießen. Der kann das gerne mal aufschießen. Vielen Dank. Sehr großzügig. Oh. Ja, das ist ja jetzt irgendwie... Das ist ja... Ah! Das ist ja richtig blöd. Stirb. Danke. Die nerven ja richtig. Toll, jetzt haben wir nicht mehr viele Leben. Hm. Gut, mit drei Leben zum Boss. Und es ist die Mask of... Oh Gott. Auch noch in der Special-Form, oder wie? Das kann was werden. Das wird lange dauern. Obwohl, mit den Spinnen und den Fliegen könnte das sogar ganz okay werden. Hat das Herz davor auch schon mal geschossen? Beim alten Eisereck. Keine Ahnung. Ich habe noch nie gegen die Mask of Infamy in diesem Spiel gekämpft, ohne irgendwie durch sie durchschießen zu können. Und daher weiß ich nicht, inwiefern die anders gemacht wurde. Aber anscheinend ist sie einfacher geworden. Man muss sie nicht mehr so oft treffen. Und man sieht ihre echte Lebensanzeige. Das war ja auch beim alten Isaac nicht so. Da hat einfach das Herz die volle Lebensanzeige und dieses Ding wusste man einfach nicht, wann es stirbt. Oh, Kacke. Spinne, töte es. Töte die Maske. Wo haben wir so viele Schlüssel her? Wo habe ich so viele Schlüssel eingesammelt? Ein Engelsraum. Mit zwei Seelenherzen. Auch schön. Gut, da oben sind noch Leben. Können wir die einsammeln, ohne irgendwie Schaden zu bekommen? Oder kam man da nicht ran? Doch. Gut, nehmen wir das doch mit. Dann nehmen wir das doch einfach mit. Au. Oh Mann. Nee, also jetzt ist gut. Herz? Nein. Nein, Funpilz. Schon wieder. Zum dritten Mal. Ich will hier nicht drin sein. Ich hasse diese Gegner. Voll dir mit den Strahlen, weil ich da einfach immer reinlaufe. Ja. Etwas Gutes? Nö, so cool. Okay. Laufen wir halt den ganzen Weg wieder zurück. Aber wir haben eine kleine Spinnenarmee schon wieder. Fast wäre ich reingelaufen. Okay, der droppt doch bestimmt wenigstens ein blaues Herz, oder? Ne, explodiert einfach. Hätte es ja ruhig mal ein blaues Herz spawnen können. Ich glaube, wir hätten einfach weitergehen sollen. Oh! Yay, wir können alles öffnen. Haben zwar eh schon genug Schlüssel, aber wir können jetzt alles öffnen, kostenlos. Jetzt kommen wir hier kostenlos rein und kriegen ein blaues Herz. Na, immerhin. Und ein Kartendeck. Yay, jetzt können wir zwei Karten tragen auf einmal. Nochmal so Fool. Komm, setzen wir so Fool ein.
Ah, cool, jetzt sind wir wieder hier. Teleportiert The Fuhlein immer in denselben Raum? Auf einer Ebene? Fragen über Fragen. Oh Mann, oh Mann. Gut. Jetzt sollten wir aber auch langsam mal die Ebene verlassen. Wir sind schon viel zu lange hier. Oh, diesmal bin ich auch tatsächlich reingelaufen. Der ist natürlich nicht so toll. Das ist noch ein Stachelraum. Da kann natürlich was Gutes drin sein. Tja, und dich vernichten wir mit dem. Genau. Konnte ich gar nicht aussprechen. Oh, jetzt haben wir 42 Schlüssel und kriegen 2 Gabi-Items. Oh, wow. Sogar ein sehr gutes. Okay, das hat sich gelohnt, hier nochmal in der Ebene rumzugucken. Blöde Stacheln. Und wir könnten nochmal nach einem Geheimraum gucken. Der könnte da sein. Finde ich gut, dass unsere Spinnen die wenigstens nicht wegdrücken. Da links kann er nicht sein, deswegen gehe ich da auch gar nicht erst hin. Wir gehen jetzt einfach in die nächste Ebene. Warte, 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 warte. Man kann den, glaube ich, wegsprengen. Nicht? Hä? Oh, guck mal, man kann durch ihn durchlaufen. Yay. Schön. Ich habe irgendwo gelesen, dass man diese Engelstatuen wegsprengen kann. Vielleicht muss man die Bombe vor denen hinsetzen? Ich weiß es nicht. Ich werde es auf jeden Fall weiter ausprobieren, aber ich hätte jetzt leider keine Bombe mehr. Oh, nee. Sterbt! Man wird voll rangezogen von dem einen. Der ist voll stark, guck mal, ich bewege mich gar nicht. Oh nein. Oh Gott. Hey, Pushpin, hi! Wir können dich leider nicht einsetzen, das ist schade. Die Gegner sind so nervig. Ah, ich hasse alle Gegner, die man nur von einer Seite treffen kann. Alle. Und ihr seid keine Ausnahme. Weil die einfach immer so lange dauern. Und dann läuft man einfach irgendwann gegen sie. Sag ich ja. Cool, jetzt haben wir nur noch 2 Leben. Das ist nicht gut. Beziehungsweise 3, wenn wir zum Boss gehen. Welcher ja schon warm ist. Das heißt, wir müssen gar nicht viel weiter kommen. Marm ist ja schon letzter Boss bei dieser Challenge. Aber 2 Leben ist natürlich nicht sonderlich viel. Ich hoffe, wir kriegen noch ein paar Herzen, bevor wir da sind. Herzen? Keine Herzen. Vielleicht doch. Nee, ist Empress. Hat einen stärker gemacht. Nicht wahr? Nicht wahr? Nicht wahr? Ich glaube schon. The Emperor hat einen zum Boss teleportiert und The Empress hat einen stärker gemacht. Ich glaube, diesmal habe ich das richtig kombiniert, oder? Wahrscheinlich eh nicht. Ich verwechsel die ja immer. So, wir haben leider keinen Schlüssel, wenn. Doch, wir haben Schlüssel. Wir haben leider keine Bombe. Wenn ihr eine Bombe fallen lassen könntet, wäre das echt knorke, aber ist okay. Dann halt keine Bombe für uns. Immerhin 2 Leben. Und gegen den kann man ja gegenlaufen, aber wenn er schießt, ist natürlich auch blöd. Dann will ich gar nicht gegen dich laufen. Ah. Komm, du kleiner Kopf. Spring nicht weg, sondern stirb. Wieder 2 Herzen, das ist sehr schön. Das war so ein Explosionsviech, das war ja einfach. Und ich hab. Da! Guck mal! Doch, die sehen genauso aus! Und aus denen kommt trotzdem so ein Knochenviech raus. Ich habe extra drauf geachtet. Aber die sehen genauso aus wie die normalen Viecher. Und trotzdem kommt da einfach so ein Knochenviech raus. Man kann es also nicht erkennen, wann die da rauskommen und wann nicht. Das ist schade. Oh, hi. Ihr seid ganz schön groß. Oha. Die hätten mich bestimmt gerne gefressen, aber ich lass sie mich nicht fressen. Haha. Lol. Wie einfach die Fliege rumgeschubst hat. Boah, was passiert denn, wenn man dieses Item, das wir da gekauft haben vorhin für 15 Münzen, dieses, das alles doppelt droppt, und dazu noch dieses im Teufelsraum, was auch alles doppelt macht.
Wenn man die beiden Sachen hat, droppen dann einfach alle Sachen viermal oder wie ist das? Oder summiert sich das bis ins Unendliche, weil die sich immer gegenseitig pushen? Das wäre richtig geil. Muss man auch mal ausprobieren. La 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 la. Komm schon, du aufgehangter Mann. So. Huch. Ich habe nichts gedrückt. What the fuck? Wieso ist meine Maus da? Hä? Okay, ich hoffe, alles läuft trotzdem noch. Was war? Keine Ahnung. Es hat einfach pausiert und es hat irgendwas geladen. Ich weiß aber nicht was. Das war sehr merkwürdig gerade. Aber ich nehme meine Stimme noch auf und das andere sagt auch noch, es nimmt auf. Ich hoffe einfach, es ist alles richtig. Sonst merkt ihr das ja. Okay, Greed. Du hast uns getroffen. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Aber du verstehst unseren Trick nicht. In Wirklichkeit lasse ich mich treffen von dir. Damit ich ganz viele Spinnen kriege, die jetzt sowieso schon tot sind. Aber egal. Was haben wir da? Bitte. Achso, wir können ja zwei. Judgment. Da, wir haben ganz viel Geld. Nimm alle unser Geld. Nimm es alles. Kannst alles haben. Brauchen wir nicht. Wir haben genug Geld. La 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 la. Vielen Dank. Ein Joker. Ab zum Joker. Da, das nehmen wir mit. Das haben wir in letzten Wand freigeschaltet. Yeah, jetzt sind wir einfach der Tod. Wie eklig das aussieht. Und wir haben einfach diese coolen Dinger. Diese Todessensen vom Tod. Das ist doch schön. Haben wir mit der letzten Challenge freigeschaltet. Von daher sehr, sehr cool. Mit der Computer Savvy Challenge. Hieß die, glaube ich. Yeah. Und kriegen das gleich den One danach. Das ist auch nicht schlecht. Yo, das macht ja richtig viel Schaden. Ja, Hammer, nice. Und es fliegt einfach durch die Gegner durch. Okay. Das ist doch richtig cool. Das sind also Piercing Shots, sozusagen. Nice one. Das gefällt mir sehr gut. Sehr, sehr gut. Und es ist, glaube ich, auch ein Damage-Up. Ein Damage-Up und ein Piercing-Shots. Blub, 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 blub. Ja, da können wir zu Mom gehen. Und The Empress war... Ja, das ist ein Stärker macht. Sehr schön. Stirb, Mutti. Ja, gut, Mutti. Mach halt deinen Fuß. Wir können uns eigentlich auch ein paar Mal von ihr treffen lassen, damit es schneller geht. Weil wir dann immer Spinn spawnen. Lulululu. Oh, das ist aber knapp, Buddy. Du, Mutter, du bist gleich tot. Das habe ich mit Absicht gemacht. Ich lasse mich auch noch ein paar Mal gerne treffen. Plum. Guck mal, ein Teufelsraum. Und hier ist ein Shotspeed-Up. Was ist das für ein Teufelsraum? Achso, in dem waren wir eben schon. Komm, kaufen wir uns das auch noch. Was auch immer das macht. Yay. Jetzt sehen wir cool aus. Und wir sprengen natürlich wieder alles in die Luft. Das gehört zum guten Ton dazu. So, haben wir auch alle Bomben eingesetzt. Und damit haben wir die Challenge geschafft. Und haben Technologie 0,5 freigeschaltet. Ist das nicht toll? Die halbe Technologie. Und dann fehlt uns jetzt tatsächlich nur noch The Purest. Dann haben wir alle Challenges, die wir schon freigeschalten hatten. Und The Purest geht, glaube ich, bis Moms Herz. Das heißt, die wird auch länger dauern als die jetzigen alle.
Wow, das hat echt lange gedauert, so Host. 35 Minuten. Wow, wow, wow. The Purist wird dann also noch länger dauern, weil das einfach nochmal zwei Ebenen länger sind. Was waren bei The Purist? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, da hatte man von Anfang an den Katzenschwanz. Egal, sehen wir dann beim nächsten Mal. Bedanke ich mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal und tschüss.